Stierprinz. Sehr schön. Ja, genau. Oder so, so geht's auch. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Au, oh, hat er mich runtergehauen. Aber immerhin haben wir ihn soweit jetzt wieder runtergekriegt. Sehr schön. Und da kommen Gegner. Vier. Zum Glück haut er auch seine eigenen Gegner klein, also so sind nicht. Also das ist für uns eigentlich vollkommen egal. Uah, weg. Weiter angreifen, Prinz. Angriff. Weg da. Nix da. Rattach. Nix da. Also das war wieder Gegner los, außer Rattach. Persönlich. Au. Du gehst mir auf den Sack, Junge. Danke. Au. Der hat viel zu oft getroffen, aber ich will den ja irgendwann auch mal kalt haben. Ah. Vance! In die Brust, das Schwert. Und damit ist Rattach besiegt. Das Spiel ist eigentlich soweit zu Ende, wenn uns Malik jetzt das Medaillon gibt. Aber ich glaube, da ist um das Siegel gebrochen. Das ist schlecht. Da ist er mal eben völlig ausgerastet. Am besten hinterher rennen. Tja, ja. Auch der Hahn ist da. Der Schein trügt. Eine neue U-Play-Aktion. Ist ja eine Aktion abgeschlossen. Das war unser Tod. Verdammt. Kennen wir schon. Ruah, tot. Nein, das riskiere ich nicht. Hallo Hahn, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Begrüßt alle mal den Hahn. Hallo Hahn. Also jetzt den Gockelhahn, nicht Hahn Solo, ne? Nicht, dass ihr das verwechselt jetzt. Mit Star Wars oder so. Ach, bin ich gut. Fließender Übergang. Mit den Fallen hier. Hahaha, das kann keiner außer ich. Und was haben wir hier? Ein neues Portal und eine Schlucht, über die wir nicht drüber kommen. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall durch das Portal durch. Machen wir auch am besten mal. Zack. Das Siegel ist weg. Und etwas ist mit Malik geschehen. Er tötete den Ifrit und... Euer Bruder hat Rattach nicht getötet. Sondern eher euren Bruder. Was? So ist es nicht passiert. Ihr habt es nicht gesehen, aber es ist geschehen. Ein gewöhnliches Schwert tötet keinen Djinn. Deswegen solltet ihr Rattach in Ruhe lassen. Seine Macht hat einen anderen Körper gefunden. Euren Bruder. Nicht lange und Rattach kontrolliert ihn. Nein, das kann nicht sein. Das ist die Wahrheit. Ihr kennt Malik nicht. Er ist stärker, als ihr glaubt. Er bekämpft dieses Wesen und wird siegen. Selbst wenn es stimmt, muss euer Bruder dennoch sterben. Was? Wieso? Wenn ihr sagen wollt, dies sei eine Art Bestrafung. Natürlich nicht. Bedenkt, die Hälfte des Sieges eures Bruders ist zerstört. Wie wollt ihr die Armee aufhalten?
Ich mache noch ein Siegel. Sag mir wie. Dieser Zauber ist verloren. Die Zauberer, die ihn schufen, sind tot. Aber ihr könnt aufhalten, was ihr entfesselt habt. Ihr müsst nach Rekendo, die Stadt der Djinn. Dort findet ihr ein Schwert. Damit könnt ihr Ratash töten. Ist seine Macht zerstört, bricht das auch die Macht der Armee. Ratash töten? Ihr meint Malik? Das kann ich nicht. Liebt ihr dieses Land? Maliks Volk, eure Leute, euer Leben? Haltet ihr die Armee nicht auf, ist alles verloren. Ich bin nicht herzlos. Ich verstehe, dass es schwer ist. Aber es muss getan werden. Es muss auch anders gehen. Ihr müsst den Platz eures Bruders einnehmen. Ihr müsst die retten, die zu retten sind. Das macht einen Herrscher aus. Der Eingang nach Rekem ist bei König Salomons Grab. Haltet Ausschau nach der Flamme auf dem Turm. Darunter liegt die Treppe zur Stadt. Damit haben wir eine neue Macht bekommen und müssen nun nach Rekem, die Stadt der Djinn. Dann machen wir das doch mal. Auf nach Rekem. Warum nicht? Es ist nur die Frage, wie aktiviere ich die neue Macht jetzt? Ich werde versuchen, Malik zu retten. Egal, was sie sagt. Okay, jetzt heißt es vielleicht E. Nee, E ist dann das. Wie aktiviere ich diese Macht jetzt? Gucken wir mal in den Optionen. Wir haben jetzt eine neue Macht gekriegt. Jetzt müssen wir gucken, wie sie geht. Kick, Zeit, Einfrieren, Erinnerungen. Zeit ist Q. Wandlauf, Angriff, Springen. Vielleicht ja mit Einfrieren oder Abrollen. Ich glaube, mit Abrollen war das, genau. Ja, genau, mit Abrollen. Jetzt können wir nämlich sozusagen ein Speed-Abrollen machen über Abgründe, wenn da Gegner stehen. Und die werden da öfter stehen, glaubt mir. So war das Spiel hier jetzt. Nur so kommen wir über große Abgründe rüber, dass wir jetzt sozusagen einen kleinen Speed-Kick kriegen. Nur um über Abgründe zu kommen. So, hier haben wir jetzt erstmal unsere... Wieder hoch. Kostet uns natürlich auch keine Kugel. Nicht so wie manche andere Sachen. Aber ich finde das mit den Abräumen ist schon eine coole Sache. Ja, sind die anderen beiden jetzt auch tot? Er ist tot und dann müsste er da unten jetzt auch gleich tot sein, oder? Ist der da? Ne, er steht da ganz genüsslich, aber das soll mir egal sein. Zack. Und es tötet ihn sofort, aber habe ich einen Erfahrungspunkt schon wieder frei? Nein, nicht. Ich dachte, weil ich keine Erfahrung gekriegt habe. Jetzt müssen wir hier entlang. Ist das schon hier? Ne, ich glaube noch nicht. Ne. Ich dachte. Die Terrassen. So, und ich würde sagen, hier mache ich eine kleine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Prince of Persia, The Forgotten Sands mit eurem Ryukan. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke. Ciao, ciao, auf Wiedersehen und bis bald.